37. Minute, Dominik Hackinger mit dem Führungstor. Dominik Hackinger, 74. Minute. Und es ist mal wieder der Zehner, 5. Saisontreffer bereits. Hackinger. Gute Flanke. Und das ist das 2:1 für den GRK. Für Dominik Hackinger. Der GRK dreht also die Partie. Noch eine kurze Nachricht vor dem Spiel an die GRK-Fans? Ich bin heute leider nicht, habe ich nicht so einen guten Wortschatz drauf, weil ich ein bisschen unlocker bin. Aber ich freue mich auf euch. Es ist wirklich wunderschön, dass ich nur mal vor euch spielen darf. Es war eine unglaubliche Zeit. Ich habe es mir extrem viel gegeben. Ich habe mich durch die Zeit beim GRK und mit dem großen Fananhang auch als Mensch unglaublich weiterentwickelt. Danke dafür. Heute haue ich nochmal alles raus und dann ist Zeit für was Neues. Haki ist ein brutal netter, ehrlicher Typ. Es ist wirklich eine sehr schöne Zeit gewesen, wo du uns begleitet hast. Wir haben gemeinsam super schöne Erfolge gefeiert. Ja, Haki, was gibt es zum Haki zu sagen? Absolute Legende für uns. Jahrelang ein Torgarant, jahrelang einer, der immer für unsere Farben gekämpft hat. Unglaublich, was du für unseren Verein geleistet hast und mach's gut, alles Gute für deinen zukünftigen Weg, der dich hoffentlich oft zu uns ins Stadion führen wird. Ich schätze dich sehr, nicht nur als Fußballer, sondern auch als Mensch. Ich glaube, du wirst deinen Weg gehen. Es ist immer wieder Freude, wenn man mit dir redet bzw. sich unterhält, nicht nur über Fußball, sondern auch über andere Dinge. Weil du nicht nur das Kleine siehst, sondern immer das große Ganze. Und von dem her wünsche ich dir alles, alles Gute. Bleib so, wie du bist, bleib gesund und ich hoffe, wir sehen uns. Deine Geduld da. Das ist nicht selbstverständlich, das weiß ich. Ich habe mich immer sehr, sehr gern mit dir unterhalten, habe unser Stadtclub-Gespräch sehr genossen, weil du jemand bist, der über das Fußballfeld hinausdenkt und einfach ein sehr, sehr lässiger Kerl bist. Und ich habe unsere Gespräche jedes Mal sehr genossen.
Natürlich ist es auch wunderschön, weil ich habe heute noch mal alle meine liebsten Leute da, die mir wichtig sind. Und so, jetzt geht's wieder. Ja, ich möchte mich nur mehr bedanken bei Ole. Die 5 Jahre waren physisch und psychisch zwar extrem anstrengend für mich, aber ich habe es geliebt, für den Verein zu spielen. Ich bin so dankbar. Ich habe mich durch euch nicht nur sportlich weiterentwickelt, sondern auch als Mensch bin ich gewachsen. Das habt ihr möglich gemacht, dafür bin ich dankbar. Und somit mache ich jetzt Schluss und bin weg. Ich liebe euch. Ja, aber ich glaube, schlussendlich kann man sich so einen Abschied nur wünschen. Also ich hätte mir das nicht erträumen lassen. Man kann sich auf so einen Tag nicht vorbereiten. Aber summa summarum war das einer der schönsten Momente, die ich seit langem gehabt habe. Vor allem was sportlich betrifft. Also das ist, ich komme aus Oberösterreich, eigentlich ein Fremder da, und dann wirst du von einem Verein so verabschiedet. Also das gibt mir schon unheimlich viel, muss ich schon sagen. Ja.